Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Kochen und Genießen. Lang ist her, gell? Fast ein Jahr. Mhm. Und ich wünsche euch einmal ein gutes neues Jahr. 2022. Mhm. Und hoffen wir, dass das besser wird als letztes Jahr, gell? Mhm. Schauen wir mal, wie das wird. Wir machen heute für euch ganz was Feines. Machen wir was Italienisches wieder mal, ne? Ratatouille, kennst du den Film, gell? Ich werde versuchen, heute das Ratatouille so zu machen, wie das im Film war. Ich bin gespannt, ob es funktioniert. So, wir machen heute für euch gebratene Hühnerkeulen mit Ratatouille-Gemüse und Polenta-Kruseln. Dazu brauchen wir folgende Zutaten. Wir brauchen Hühnerkeulen. Tun wir dann salzen. Dann brauchen wir Melanzani, Auberginen, wer es nicht versteht, Zucchini, Tomaten und was ist hier drin? Das geht schon so? Und zeig mal so her, schau, ja. Und die Paprika, gell? Und das tun wir dann schön in Rauten schneiden. Mhm. Das zeige ich euch auch, wie das geht. Und machen wir da schönes Gemüse dann draus mit einem Tomatenkonfit dazu. So, als erstes tun wir mal die Hühnerkeulen einsalzen. Mhm. Nicht mit der Haut, warum mit der Haut? Weißt du das, warum wir die Haut mitnehmen? Weil es knuspriger wird. Knuspriger, und warum noch? Und warum lassen wir Mama Hühnerkeulen und nicht Hühnerbrust? Weil es viel saftiger wird? Ja, genau richtig. Sieht schlaue Maus. Das wird auch mal eine Küche. Das wird eine Spitzenküche. Ja, weil ich kann ja schon zwei Sachen kochen. Das lassen wir jetzt circa eine halbe Stunde einziehen. Und das stellen wir mal auf die Seite. Jetzt kommt. So, als erstes. So. Macht nichts. Machen wir mal. Stellen wir mal einen Topf mit Wasser auf. Was machen wir mit dem Topf? Wir müssen den Polenta kochen. Den müssen wir dann auskühlen lassen, dass wir den dann auch schneiden können und in Butter anbraten können. Dazu brauchen wir Wasser, logisch. Lauwarmes oder heißes? Heißes, jetzt muss ich kochen. Ungefähr ein Viertel Liter Wasser. Mhm. Etwas Salz. Also ihr seht es jetzt nicht, aber ich erkläre, wie man Wasser und Salz aufstellt, das wisst ihr ja eh. So. Gut. Ja, es ist lange her, dass ich wieder ein Video gemacht habe, gell? Mhm. Irgendwie keine Lust, keine Zeit, dann war die Kamera kaputt. Aber jetzt schauen wir, dass ich wieder regelmäßig meine Sachen machen kann. Gut, zuerst haben wir gesagt, das Wasser steht, müssen wir warten, bis das kocht. In der Zwischenzeit schneiden wir das Gemüse. Ja, jetzt kommt die Zucchini. Die Zucchini, ja. Schöne Scheiben. Nein, wir schneiden keine Scheiben, wir schneiden das in Rauten. Ah. Das heißt, wir schneiden die Zucchini so. In stärkere Scheiben, so drei durchschneiden. Das seht ihr wieder nicht, warte mal, ich zeige euch das anders. Ich muss da weiter rauf. So ist es besser. Mhm. So in drei, also durch drei schneiden. Dann tun wir die einfach halbieren, die einzelnen Dinge. Und Rauten schneidet man schräg, darum heißt es ja Rauten. Und schauen, dass wir schöne, gleichmäßige Rauten zusammenbringen. Ich schneide das absichtlich so langsam. Seht ihr das? So soll das ungefähr ausschauen. So, in der Richtung. Geht es aber auch, dass man es gerade schneiden darf? Kann man auch schneiden, ja, aber ich habe es gerne in Rauten, weil das schön ausschaut. So. Als nächstes kommen die Melanzani dann. Also dieses Ding? Yep. Aubergine, sag ich. Wichtig ist bei den ganzen scharfe Messer. Mhm. Warum? Weil wenn man keine scharfen Messer hat, erstmal ist die Verletzungsgefahr größer. Und das nächste ist, dass man das Gemüse nicht schneidet, sondern drückt, und das ist dann auch nicht so gut. Ja, und dann wird es ein bisschen gatsch und dann nehmen wir noch eine zweite Zucchini dazu, weil das schaut ein bisschen wenig aus. Mhm. Schneiden wir wieder den Hinterteil und den Vorderteil ab. Genau. Weil ich schätze, dass wir niemand das. Auf drei? Nein, nicht wirklich. Das will definitiv niemand essen. So, schau her.
nochmal die gleiche Frage. Kann man es auch gerade schneiden? Haben wir schon gesagt? Ja, kann man, alles kann man. Wenn man will. Also man muss es nicht so schräg schneiden. Nein, muss man nicht. Ihr habt gehört, ihr könnt es auch gerade schneiden. So, können wir das so machen. Viele machen einfach zu Tomatensauce mit Gemüse und sagen, das ist Ratatouille, das ist kein Ratatouille. Ratatouille hat eigentlich mit Tomatensauce gar nichts zu tun im Prinzip. Mhm. Das ist einfach italienisches Gemüse mit Salz, Pfeffer, Oregano, Knoblauch gewürzt. Und da kann man dann eben so Tomatenkonfit dazu machen oder drunter Tomatensauce geben. Aber im Prinzip ist es nichts anderes wie gegrilltes Gemüse. Was ist überhaupt das Ding? Wieso nennt man das Essen ja Ratatouille, wenn schon der Film Ratatouille heißt? Naja, das Gemüse heißt so, das, das haben die Italiener erfunden. Oder die Franzosen, ich weiß nicht. So. So, wie ihr seht, das Wasser kocht. Ja. Dann nehmen wir dann eine Polenta. Das Wasser haben wir gesalzen. Mhm. Ihr könnt, haben wir irgendwo, habe ich gesehen, Olivenöl. Habe ich gesehen, aber ich weiß noch nicht wo. Muss man das Olivenöl? Olivenöl gibt einen feineren Geschmack für das Ganze. Ja, habe ich gesehen. Aber muss man es dazugeben oder kann man es dazugeben? Ein paar Zentimeter kleiner und ich erreiche es auch nicht mehr. So, muss man nicht, aber kann man. Es ist geschmacklich, gibt's. Wenn man kein Olivenöl dazu gibt? Muss man nicht. So, dann braucht man einen Kochlöffel. Ups. Und dann. Das lassen wir jetzt schön auskochen. Wichtig ist, dass das auskocht. Was passiert damit dann? Sich der Kleber, damit das schön zusammenklebt nachher. Also wenn man es nicht so macht, wie es eigentlich gehört? Ja, dann wird das nichts. Dann wird die meiste Sache eigentlich ein bisschen gatschig. Mit gatschig und wenn man dann zum Beispiel mit Tuna dann so, auch so Würfeln oder Rauten schneiden. Und wenn man das dann, wenn das nicht gescheit auskocht, dann zerfällt das wieder. Es soll schön cremig werden und dann wird es eh von selber fest, wenn es kalt ist. Und dann passt das schon. Schaut her, so soll das ausschauen. Es ist noch so halbflüssig, aber das zieht noch gewaltig nach. Und wichtig ist auch, dass ihr schaut, wie grobkörnig der Polenta ist und wenn immer kurz. So, dann lassen wir den einmal so stehen, dass er nachzieht. Dann tun wir mit dem Gemüse weiter. Die Aubergine. Die Aubergine schneiden wir jetzt noch, die Paprika und die Tomaten kommen dann zum Schluss. So, und die Aubergine schneiden wir gleich wie die Zucchini auch so. Länglich. Okay. Hier aber auch in Scheiben schneiden. Kann man auch. Nur das ist dann beim Anrichten wirst du dann ein bisschen Probleme haben damit, weil das zu groß ist. Schaut dann auch nicht schön aus am Teller. Ja, weil vielleicht werden die kleinen Scheiben immer größer und größer. Ja. Auch in Rauten. Schneidet man sie auch so? Ja, das zeige ich dann auch gleich. Mhm. Was passt eigentlich nicht, wenn man es dazu gibt? Oh. Ratatouille.
Ja, das ganze andere Gemüse, zum Beispiel wie Karotten, Erbsen, Kaffeeol, das ist kein Ratatouille-Gemüse. Und was ist, das ist typisch italienische Gemüse, sind Paprika, Zucchini, Melanzane, also Auberginen. Champignon könnte man noch dazugeben, habe ich aber keine mehr bekommen. Aber Erdbeeren kommen definitiv nicht dazu. Das ist keine Süßspeise. So, man kann die Zucchini und die Auberginen zusammenmischen, das ist kein Problem. Sieht hier fast gleich aus, aber man erkennt es an den Punkten, die bei der Aubergine sind. Das ist schon ein Unterschied, weil die Aubergine ist lila. Ja. So, und jetzt zeige ich euch, wie man das mit der Paprika macht. Die Paprika schneiden. Paprika tun wir einfach mal halbieren. Das Innere kommt raus. Das Innere kommt raus. Das tun wir einfach rausdrücken. Kann ich das andere machen? Ja. So. Ich gebe es da mal hier. So, da tun wir den Rand einfach weg. Also den tun wir nicht weg, der kommt schon dazu. Und so, dass man die Paprika so drücken kann, dass sie so flach wird. Dann kann man da die Stunden, also die Fäden rausschneiden. Was? Und drehen wir es um. Schneiden wir auch so. Und auch. Was für Federn? Weißen Strumpffedern, Fäden, was da drinnen sind. Und das kann man genau. Also nicht solche Bettfedern? Nein. Ist das so okay? Mhm. Und das geht auch mit den anderen Paprikas. Mhm. Also im Prinzip das mit den anderen zwei Paprikas genau das gleiche. Genau das gleiche, ja. Was muss man überhaupt da beachten, dass man beim Ratatouille? Dass man das Gemüse nicht verbratet, dass es nicht katschig wird. Das heißt, wir brauchen dann eine Pfanne, die sehr heiß ist, damit das schnell gebraten wird. Also keine kalte? Nein, weil sonst haben erstmal die Auberginen nehmen das ganze Fett auf und das wird dann grausig. Auberginen sind wie ein Schwamm, die nehmen alles auf. Und dann werden schwammig und grausig. Das ist dann das, warum viele keine Auberginen wollen. Wenn man sie aber schnell anbratet, dann haben sie keine Chance, dass sie das Fett anziehen. Und schmecken dann lecker. So. Also sind dann nicht zu schwammig? Nein. So, Paprika tun wir extra. Werd nicht mit Auberginen und Zucchini gemischt? Nö, noch nicht. Warum nicht? Weil die Auberginen und Zucchini länger brauchen wie Paprika zum Rösten. Das muss. So. Jetzt wird es wieder geschnitten. Wieder in zwei Hälften. Mhm. Innen wird wieder alles rausgenommen. Geschnitten. Wir haben das Gemüse vorher schon gewaschen. Ne? Mhm. Das ist schon wichtig, das Gemüse sollte man schon vorher waschen, weil es ist. Ungewaschen werde ich es nicht essen, weil da können auch ein paar Keime drauf sein, oder? Mhm. Genau. Na, Keime nicht, aber Schmutz und Bakterien. Ja, das meine ich auch. So, und bei Corona sollte man die auch waschen, wenn man. Naja. Ja, genau, 100.000 Leute greifen das Gemüse an. Ne? Ja, und das ist dann nicht gesund, wenn man das von den anderen Leuten, die also zu so sagen Keime in den Wunden, das ist auch schon unhygienisch, das ist auch. Genau. Also wichtig ist auch alles waschen. Das Ganze zuerst waschen, bevor man es isst. Genau. Muss man drei Paprikas nehmen? Drei Farben. Man kann schon nur grüne auch nehmen oder nur rote. Aber es ist farblich dann schöner, wenn das bunt ist, weißt? Ja, und muss man Rot, Grün und Gelb benutzen?
benutzen oder kann man auch andere? Kann, wenn du andere kriegst, kannst du andere auch nehmen, das ist nicht die Frage. Das sind der also man kann drei verschiedene. Ja, da sind keine Grenzen gesetzt. Muss man bei den Paprika noch mehr beachten? Die Paprika muss man eigentlich nicht viel beachten, nur dass sie eben schön sauber geschnitten sind, nicht gequetscht. Dann ist es wichtig, dass man scharfe Messer hat. Wenn man sie nicht schneidet? Dann schneiden musst du schon. Nein, wenn man sie ganz lässt. Ganz lassen kannst du es nicht, wie willst du das denn machen? Nein, wenn man sie so in Streifen schneidet und dann sie in Streifen lässt. Kann man auch machen. Ich sage, es ist eine Form, so wie sie ich mache, es gibt 100.000 andere Möglichkeiten. Das ist nicht das Thema, das kann man jeder machen, wie er will. Ja, aber das Einzige, was definitiv nicht geht, das Ganze einfach nur so lassen. Genau. Das ist keine Möglichkeit. Nein, das ist keine Möglichkeit, das ist kreativer Nonsens. So, Kinder, das Gall hat ein Pizza, wie sagt man? Weiß ich selbst nicht. So, wir machen jetzt weiter. So, der Polenta der hat jetzt nachgezogen. Schaut ihr, das ist so richtig cremige Masse. Momentan noch. Das werden wir jetzt auf ein Blech geben oder in eine Schüssel. Muss es fest sein oder? Ja, es muss fest sein. Wir wollen ja dann Polenta-Krusteln machen. Das heißt, die werden dann in Fett herausgebacken. Dann nehmen wir einfach den Deckel, das geht aus recht. Wir sind ja nicht so viele Leute. Es kommt eben darauf an, wie viel ihr machen wollt. Wie viele Leute so viel? Genau, ja. So viel. Wir sind ja nicht so viele. Ja, wir sind ja nur eher drei Personen. Ja. Ich, Papa und Mama. Ich nehme da so ein Backpapier aus. Ja. Muss man ein Backpapier? Ja, du kriegst das gleich da raus. Muss nicht, nur dann kämpfst. Du kämpfst mit rausnehmen. Ja, wie wir einmal beim Brot. So, das muss schön raus. Was ist, wenn man es zu lange stehen lässt? Zu lange kann man es nicht stehen lassen. Je länger, umso besser. Es wäre sogar besser, wenn man das am Vortag macht. Nein, wenn man das den ganzen Tag bis zum Morgen stehen lässt. Sag ich ja gerade. Es wäre sogar besser, wenn man das vorher macht, einen Tag vorher, damit das schön auskommen kann und eine schöne Bindung kriegt. Und wenn man das gemacht hat und dann weitermacht. Also genau. Nicht kühlen lässt. Abkühlen musst du es, dann hast du so wie das jetzt ist, könnte man es als Püree verwenden. Und dann müssen wir verteilen, dass das glatt wird. Muss das glatt sein? Ja, sicher. Sollen ja schöne Rauten werden, oder? Aber wenn man es nicht glatt macht? Dann wird es nicht glatt. Dann tust du nachher auch schwer schöne Bananenrichten, schaut dann auch nicht schön aus. Das soll schon glatt sein. So, schau her, so macht man das. Muss das Essen überhaupt schön ausschauen? Normal, das Auge ist damit. Der schmeckt der Essen auch besser, wenn es schön angerichtet ist, als wenn es gerade und drüben zusammen ist, oder? Mhm. So, und da stellen wir jetzt in den Kühlschrank. Für wie lange? Bis es kalt ist. Also, man stellt es nicht zu dort, wo alles einfriert. Genau, nur in den Kühlschrank. Weil sonst haben wir Eis. Ja. So, und als nächstes kümmern wir uns um die Hühnerbrötchen. Jetzt drehen wir mal das Rohr auf. Mhm. Bauen wir auf 280 Grad. Die haben wir mittlerweile eingesalzen. Ihr könnt es auch einen Pfeffer drauf geben, je nachdem. Aber ich finde, es reicht Salz. Wenn das richtige, gute Hühner sind, dann brauchen der Fleisch braucht normal nicht mehr Gewürze. So. Also man kann auch Salz, Pfeffer, man kann ja auch Pfeffer dazu geben. Kann man schon, ja. Also es ist her vom Geschmack her. Mhm. So, und die geben wir dann die Form. Kann man etwas Olivenöl da? Muss man? Muss man nicht. Kann man. Das ist her vom Geschmack her. Mhm. Von den Geschmacksknospen her. Von den Geschmack. Mhm. Also je nachdem der ich habe das jetzt vergessen, das Rohr vorheizen, aber das macht nichts. Ihr könnt es auch jetzt so rein, wenn es gleich das passiert, ist auch kein Problem.
Aber sie werden natürlich besser, wenn es voll geheizt ist. Aber ich habe das jetzt vergessen. Aber ist egal. Gut, als nächstes, was wir noch vergessen haben, Zwiebel. Ich habe hier Zwiebel vorgedünstet schon gehabt, dann habe ich, da habe ich einmal zu viel gemacht, dann habe ich mal eingefroren und das ist, hat funktioniert. Da habe ich jetzt mit einem Öl, hier habe ich das vorgedünstet und dann kann man jetzt auch verwenden für das, das funktioniert. Sind die Zwiebeln auch wichtig dazu? Die Zwiebeln sind auch wichtig dazu, ja. Also man muss nicht, aber man kann sie dazu geben, oder? Das ist alles, man muss nicht, aber man kann, ja. Wenn man kein Ratatouille mag, muss man ja nicht alles nachmachen. Genau. Je nachdem, was man mag. Genau, so ist es. So, wir tun jetzt mal den Zwiebel anschwitzen, dass er schön Farbe kriegt. Ich werde das da. So, jetzt habe ich euch darüber gegeben, dass ihr da mitschauen könnt. Vielleicht ist das eine Frage an jeden, der hier zuschaut. Kann man ja auch eigentlich nur ohne Zwiebel machen. Kann man auch, ja. Ratatouille muss nicht so ausschauen wie im Film. Das ist ein Ratatouille. Das wird auch nicht funktionieren. Ich habe da Spaß gemacht. Ja, das war Zeichentrick und das kannst du gar nicht machen. Das. Ja, aber nachkochen kann man schon. Nachkochen kann man schon. Aber muss man nicht. Muss man nicht. Das ist so irgendwie mein Spruch, was du drauf hast. He? Das Leben kann schön sein, muss aber nicht. Was ist, wenn man kein Olivenöl hat? Dann kann man normales Öl nehmen. Oder irgendein anderes Fett. Muss man eigentlich? Öl ist immer Geschmacksträger. Öl nimmt den Geschmack mit. Aber was ist, wenn man nicht so etwas Fettiges hat? Dann kann das ohne Fett machen, aber das ist dann nicht so gut. Ich habe da 2 Zehen Knoblauch. Wie viele kann man von Knoblauch dazugeben? Naja, so 2 Zehen ist genug für die Menge, was wir da jetzt haben. Ja, wenn ihr sehr viel seid, kann man ja auch 10 oder 20 machen. Wenn man ganz viele Familienpersonen bei sich hat, kann man ja auch Ratatouille mit sehr viel sein. Man muss nicht wenig machen, man kann sehr viel auch machen. Steht ja auch unter dem Video, da mache ich das jetzt neu. Ich schreibe das jetzt mal bei allen Videos so. Kommt das Rezept drunter. Also das ist im Prinzip nur ein Grundrezept. Man muss schon selber, das ist ja das, was Kochen ausmacht, selber für sich schauen, ob das so passt. Es gibt gewisse Grundrezepte, die kann man nicht abändern, so wie Mehlspeisen oder gewisse Sachen, dann muss man sich dran halten. Aber so kann man schon kreativ kochen. Ich habe eine Frage beim Rezept. Ja. Hattest du die Idee, unter das Rezept zu schreiben, oder hast du es von jemand anderem die Idee gekriegt? Die Ideen holt man sich immer von anderen. Oder man erfindet selber was, das habe ich auch schon gemacht. Man kann sich selber kreativ werden. Ja, wie ich öfters im Bett. Wenn ja. Ich mich einschlafe. Links, rechts, bla, 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 bla. Oben durch, unten durch. Oder ich mache mit meinen Händen irgendeine Blablabla-Geschichte. So. Ich wünsch, ihr könnt rösten. Das riechen, weil das riecht bis jetzt sehr gut. Ja, das leider nicht durch die Kamera geht. Na, Geruchsfernsehen gibt es noch nicht. Mal salzen. Muss man das schön rösten lassen? Damit man Farbe kriegt, ja. Wenn man es jetzt einfach nur so wieder rausgibt. Ist roh, das schmeckt nicht gut. Das schmeckt niemandem, schätze ich.
Ich hoffe, das passiert nicht Deswegen mache ich ja, sage ich ja immer bei den Videos auch, ich mache das nur einmal. Ich mache nicht 100, fange nicht 100 Mal an, weil ich kann mir das erst einmal nicht leisten. Weil die ganzen Profi-Videos, die werden ja 50, 60 Mal probiert. Da geht, wandert ja so viel Essen im Müll, das ist ja fürchterlich. Mhm. Weil das muss ja perfekt sein und... Wenn es nicht perfekt ist, kommt es in den Müll. Nein, das ist, wenn der Regisseur das will, dass das Salz links steht, dann darf das Salz nicht rechts stehen. Also wenn, wenn das nicht passt, dann musst du noch einmal anfangen. Das andere wandert im Müll, was willst du damit machen? Es hast du das alles schon miterlebt? Man kann sie auch essen. Ja, kann man schon. Ganz perfekt muss eigentlich nichts sein. Nur das, was ich mache, ich würze das Essen schon richtig und mache das alles fix fertig zum Essen. Das kann man auch essen. Und das Essen, was gekocht wird in die Fernsehsendungen, das wird dann, das ist Schokokochen. Das ist nicht abgeschmeckt, das ist gar nichts. Das schaut nur gut aus. Das schmeckt nicht. Ja, wenn ich Essen im Fernsehen sehe, sieht es lecker aus, aber schmeckt definitiv nicht lecker. Ja, weil Gewürze fehlen. Ja, wir einmal bei unseren, unsere Nachbarn haben uns mal Fisch gegeben. Und da hat irgendwie das, der Geschmack ganz, ganz gefehlt. Aha. Ja, du hast schon diesen Fisch mit dem... So, das lassen wir jetzt dünsten und ich suche dabei meine Kräuter. Dann habe ich hier noch Oregano. Ja, was sehr lecker ist, was hier sehr lecker ist. Dann habe ich das war frisch, dann habe ich selbst getrocknet. Ja, und da haben wir Pfeffer, glaube ich. Ja. Da gehen wir auch nicht sehr viel rein. Ein bisschen nur. Nur ein bisschen, weil so viel ist auch nicht so. Ich sage immer, Essen kann man sich nachwürzen. Das ist nicht das Problem, nur was wegnehmen ist dann das schwierig. Ne? Ja, aber wenn man so viel Gewürze dazu gibt und es dann jemandem nicht schmeckt, dann geht es auch nicht okay. Ja, sicher nicht. Geht auch doch viel zu viel wieder runter. Ja. Das ist lecker, ich wünschte, das könntet ihr auch bekommen. Jetzt kann man dann sicherlich hier mal ein bisschen gießen, wenn man drauf trinkt. Jetzt gib mal die Paprika dazu. Wenn man keine Paprika dazu gibt, ist das auch okay? Auch okay. Wenn man keine Paprika mag. Oder aber es ist eigentlich ein Grundrezept für Ratatouille. Paprika, Zucchini, Melanzane. Wenn man aber keine Zucchini mag, oder ich eigentlich keine Zucchini mag, aber ich probiere das zuerst mal. Also esse ich das. Letztes Mal hast du auch Zucchini gegessen. Ja, weil ich nicht wusste, dass das Zucchini drinnen ist. Bei Kindern, wenn sie nicht wissen, was drinnen ist, essen sie alles. Mhm. Salz, so schmeckt das. Wie ich einmal als Vierjährige, wie ich schon sieben bin, dachte ich, die grüne Suppe wären einfach nur Erbsen, was sie eigentlich nicht waren. Bitte, das hat so eine schöne Farbe. Mhm. So schön bunt. Wenn man natürlich, wenn ich das jetzt mit einer Tomatensauce zerklatsche, dann schaut das irgendwie komisch aus, ne? Ja, Tomatensauce reinklatschen, dann ist es, dann ist es fast gar nichts mehr. Dann ist es wohl Gatschen. Macht das bitte. Irgendwie ist mir heiß. Macht immer ein Fenster an, können wir das öffnen? Ja. Ich bin kurzärmlich und mir ist heiß. Mhm. Und ich habe auch kurz eine Hose an. Was meiner Meinung nach psychologisch auch wichtig ist, in der Zeit, wo es eh so stressig ist mit Corona und allem drum und dran und da Verordnung, dort Verordnung, dass man sich zumindest zu Hause
was kocht, was bunt ist, was aufhält, was die Seele aufhält. Und ich finde, da ist das Ratatouille-Gemüse einfach genial dazu, weil das farblich so bunt abgestimmt ist, dass es einfach, das kann nur gut schmecken. Das denkt man sich schon, und wenn man gutes Essen hat, ist das Balsam für die Seele. Weil ja, es gibt, glaube ich, niemanden heute da draußen oder im Umfeld, der irgendwie glücklich ist mit seinem Leben momentan, wie es abläuft. Ich bin nicht mit meinem Leben. Aber naja, ich habe das jetzt vielleicht ein bisschen krass ausgedrückt, aber ihr wisst, was ich meine, wie ich es meine. Zum Beispiel, ich bin zum Beispiel schon ziemlich genervt von dem ganzen Corona-Zeug. Ja, ich würde mal die Polizei gerne wirklich einmal auf den Mond schießen. Na, die Polizei braucht nicht den Mond schießen. Nicht die Polizei, Politik. Ja, die sowieso, weil die machen einen Blödsinn nach dem anderen. Ne? Reden, jetzt sage ich nicht direkt das Wort, sondern sie reden jetzt, die Politik redet nur Blödsinn. Ich würde den gerne so auf den Mond schießen. So, schaut's her, das schaut wunderbar aus, das Gemüse. Wichtig ist, vorsichtig umrennen, nicht dass er... Nicht wild, nicht so, dass das ganze Essen wieder rausschöpft. So, das ist soweit. Knackig, kannst du mal probieren. Lecker, lecker. Lecker, schmecker. Das stellen wir mal auf die Seite. Jetzt machen wir, was ich gesagt habe, das Tomatenkonfit. Was passiert eigentlich, wenn man eine ganz volle Tomatensauce hat und sie dann einfach aufs Ratatouille klatscht, wenn sie fertig ist? Das Ganze. Na, das schaut blöd aus dann. Das ist das, was ich gemeint habe. Und das schmeckt sicherlich nicht mehr. Etwas Zwiebel. Ich lasse die Kamera jetzt da, weil ich erkläre euch nur die Tomaten. Die Tomaten tun wir eigentlich nur halbieren. Also nicht in winzige Stückchen schneiden. Nein, die wird nur halbiert. Die wird nur halbiert. Und sonst ist sie zu klein. Genau. Schätze ich auch. Ich möchte mitschneiden. Das ist ja schon fertig, Schätze. Messer sind alle im Geschirrspüler. Natürlich immer, wenn ich mitmachen möchte, sind die Sachen immer, die ich brauche, eher im Geschirrspüler. Ich benutze jetzt einfach ein Buttermesser. Aber ich bin schon fertig, Schätze. Das braucht ein Mama schon. Wenn die Tomaten zu groß sind, kann man es auch vierteln. Aber wenn die Tomaten so groß, zu groß eigentlich sind, aber sie trotzdem halbiert, kann man es auch vierteln. Ja. So, Schatz. Ja. Wieder zurückschalten, weil das ist zu heiß. Sonst, wir wollen kein Verbrennen festen haben. Nein, wollen wir nicht. Ich habe hier einen hausgemachten Weißwein von Babinini. Grüß einen Babinini. Da werden wir das wird sicher ein leckeres Tomatenkonfit. Ja. Dann tun wir das ein bisschen salzen. Dann mache ich es Habt ihr auch schon mal den Ratatouille gemacht? Ist das Olivenöl dazu? Italiener und Olivenöl, das gehört einfach zusammen. Das kann nicht sein. Eine Frage an euch. Habt ihr schon mal den Ratatouille gesehen? Ich denke schon. Wenn man ihn noch nicht angesehen hat, bitte schaut ihn mal an, weil er ist sehr toll. So, nehmen wir das Tomatenkonfit dann auch. Lassen wir jetzt ein bisschen kochen. Das sind viele Tomaten. Man kann auch Tomaten für die Cremigkeit ein bisschen Tomatenmark dazugeben.
Und wichtig ist, dass das Tomatenmark da nicht geröstet wird. Darum habe ich das vorher schon mit Weißwein abgelöscht. Das ist nur wegen der Farbe, das ist ein bisschen eine... Wieso muss man das überhaupt löschen? Ablöschen, man sagt das, wenn man was Heißes mit Suppe oder mit Weißwein dazu gibt, dann ist das ablöschen. Wieso? Und ich habe mich auch schon anpatzt, heute machen wir wieder schimpfen, wenn mein Hemd ganz schmutzig macht. Ja, wir waren mal in der Slowakei und so, die hat das Fleisch angebrannt, wir haben Wirt aufgegeben, fertig. Aha. Ja, er hat mal das ganze Fleisch angebrannt. Wirklich? Mhm. Naja, kann auch passieren. So, das lassen wir jetzt dünsten und dann warten wir nochmal ein bisschen. Das Ganze lassen wir jetzt fertig dünsten. Das abgeschalten? Ja, ich habe jetzt wieder eingeschaltet, Entschuldigung, ich habe da einen Fehler gemacht. Und jetzt warten wir nochmal, bis dann das Polenta abgekühlt ist und dann schneiden wir da die Würfeln und dann...